Hallo und willkommen zur Alpenrevue. Born of Fire ist ein Album von Zone, einem gemeinsamen Projekt von Andrew Cadmore und Chris Brandrick, über die ich absolut nichts weiß. Es ist eine dieser CDs, die eindeutig bekannter sein müssten, denn dieses Album ist durch und durch einfach nur wundervoll. Diese LP war 1991 erschienen und war, zumindest nach meiner Kenntnis, das zweite Album der Band. Das vorangegangene hieß Sword of the Sun, und ich muss es mir bei Zeiten wieder anhören, da ich es als recht seltsam in Erinnerung habe. Ich werde berichten. Doch dann kam Born of Fire und das hatte mich gleich in seinen Bann gezogen. Ein eindeutiger Versuch, es musikalisch einzuordnen, muss unweigerlich scheitern. Es sind Elemente von Ambient drin, doch der Einfluss von byzantinisch anmutender Musik, doch auch von der Musik des Mittleren Ostens, ist nicht von der Hand zu weisen. Das Album besteht aus 5 Stücken und einer abschließenden Reprise des ersten Themas. Die LP beginnt mit einem einsamen Akkord, der erstmal verlassen im Raum steht. Beautiful Machine ist ein seltsames Patchwork-Stück, das Klavierphrasen besitzt, während sich langsam eine akustische Kleintrombe aus mittelalterlich anmutenden Choralgesängen aufbaut. Ich vermute mal, dass es sich hierbei um sehr gewieftes Sampling handelt, in der Art und Weise, wie die Stimmen neu zusammengesetzt wurden. Ein reizvolles Stück moderner, experimenteller Musik jenseits des üblichen Formats, der üblichen Struktur. Spannend. Es gefällt mir, obwohl es mir von allen Stücken hier noch am wenigsten gefällt. Da ist also noch einiges zu erwarten. Das zweite Stück ist ein faszinierender Beitrag. Heart of the Atom, Ground Zero ist eine musikalische Referenz zu Hiroshima und Nagasaki, doch das Musikstück hat nichts Mahnendes und Belehrendes. Es ist eine intensive, tribale Nummer, die durch exzellent platzierte Trommeln besticht, Samples auf Japanisch und den eindringlichen Klang einer asiatisch klingenden Oboe. Ein hervorragendes Lied mit einem dramatischen, imposanten Aufbau. Die nächste Nummer heißt The Butterfly Effect. Das ist nun eine ganz andere Gattung Musik. Das ist Neofolk pur. Es gab damals ein paar Bands, die so geklungen haben. Ordo Equitum Solis würde mir da auf Anhieb einfallen. Das hier ist ein großartiges, gefühlvolles Duett, das den Vorteil hat, auch ein wenig seltsam zu klingen. Außerordentlich charmant. Und dann kommt Born of Fire, das Eponym dieses Albums. Das ist sicherlich das beste Stück Musik, das diese Combo jemals aufgenommen hat. Es beginnt wie ein Drone-Stück oder eine Dark-Ambient-Nummer, minimalistisch. Für die ersten 3 Minuten passiert im Grunde nichts. Dann schält sich langsam der tribale Rhythmus hervor. Excellent. Das Album ist bei Musica Maxima Magnetica erschienen. Das war das italienische Label von Luciano Dari, wo einige wirklich gute Underground-Alben herausgebracht wurden. Alles in allem ist das hier eine wirklich tolle Rarität. Das Album ist der Einfachheit verschrieben, doch auch einer akustischen Schönheit, die gut gelingt. Ungeachtet dessen, dass das hier ein reines Underground-Album ist, das also gänzlich ohne ein Produktionsbudget entstanden ist, mit begrenzt verfügbaren Mitteln. Und wenn es vorbei ist, denkt man nur, wow, das war interessant. Sollte es dir mal irgendwo in die Hand fallen, vermutlich Secondhand in einem Plattenladen, greif zu. Es ist ein schönes kleines Juwel einer jeden CD-Sammlung. Ich gebe hier gerne 4 Sterne. Das war Born of Fire von Zone aus dem Jahr 1991.